So, wie versprochen, in Folge 7 gibt es einen Überfall auf einen Militärkonvoi, die wohl von Menschen verübt wurden, aber irgendwie sollen, sind wohl Alien auch dabei. Anschmischen. Corporal Gubby. Lydia Ganzauge. Warum ist das immer wieder zurücksetzt bei jedem Level Up? Hardcore Saxony als Heavy. Tja. Leider bin ich noch ausgesetzt. Noch ein Sniper. Ja, lieber ein Assault. Edit Unit Loadout. Den Scope, weil du schon so schlecht triffst. Edit Unit, Loadout, Arc Thrower, Sergeant Brown. Jetzt habe ich drei Heavies. Ein Squad, was aus drei Heavies besteht. Naja. Los geht's. Drei Heavies und ein. Nö, und ein Assault. France is sending an urgent mission request. Das wird aber lange. Ist jetzt auf jeden Fall eine neue Karte, weil es ja ein neuer Einsatztyp ist. Mit den angreifenden Menschen. Die gab es ja vorher nicht. So. Mal sehen, dass das diesmal besser hinkriegt. Das ist halt die gleiche Map. So, ich kann jetzt. Ich glaube, ich gehe nicht nochmal so durch wie letztes Mal. We need to secure the site and look for some clue as to what happened here. New objective received. Ich habe jetzt alle Zeit der Welt, weil ich habe ja keine Sachen, die ich einsammeln muss. Seeker sind wie gesagt schon dabei, das ist ein bisschen Roger Dodger. So, du gehst mal einfach dahin. Ich überlege gerade, ob ich Lydia mal nach oben schicke. Dass ich vom Dach aus Deckung geben kann. Auf dem Dach habe ich nie volle Deckung, das ist ein bisschen das Doofe. So, darüber noch, damit ich ein bisschen weiter schauen kann. So, Guppy, dahin. Er könnte jetzt nach dem Einsatz mal in den Bereich kommen, dass ich 5 Leute in einem Squad mitnehmen kann. Das wäre echt cool. So, auf dem Dach habe ich genau nämlich keine richtige Deckung. Oder keine gute Deckung so rum. So, und du schießt dahin auf. So, damit ich meine Leute bis zusammenhalte. Jetzt geht es nämlich wieder nach Seekern an hier. Durch die Gegend kreisen. Okay, any survivors ist meine Aufgabe. Solid copy. Contact. Da Tin Man. Kommt doch keiner von denen bis dahin. Ich kann dich da hinschicken. Wie kann jemand eine Mutter aufpassen? Und du gehst da. Ich hab Gubby auch gar nicht wieder zurückgesetzt, das ist nicht meine Porno-Rüstung. Oh, der ist sogar oben einer. Oh, er schießt auch jetzt auf Lüdi. Au. Aua. Nicht lustig. 50% Wahrscheinlichkeit. Wo habe ich hier den? 56. Bis dahin kommt sie. Kann sie auch da hochgehen. Das ist natürlich sehr viel besser. Problem ist, wenn ich ihn nochmal am Leben lasse. Die hat noch 5. Wenn er einen kritischen Treffer macht, habe ich ein Problem.
versuch's mal, komm. Sehr gut. So, hätten wir das erstmal erledigt. Wie ist denn der da hochgekommen? Der muss ja direkt hochgelaufen sein. Schweinerei. Lass mal so lassen. Jetzt hab ich doch jemanden da oben hingeschickt, wo ich es gar nicht so wollte. Das Holotage-Ding hat er jetzt drauf. Wieder am Start. Aye, aye, Commander. Dahin, so ein Furzis-Furz-Tasten hier. Scheint ja nichts drüben erstmal zu sein. Schon da. Geht er mal dahin. Oh, natürlich deckt der dann noch wieder einen auf. Oh, der hat doch sogar hier Dingens schießen. Den würde nicht treffen. Ja, klar, mit der Schrotflinte auf die Entfernung. Das ist unwahrscheinlich. Lass die nur so kurz laufen. Keine Ahnung. Ich darf nur kurz laufen. Oh shit, nein! Au, 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 au. Da kommt die Flanke, ey. Hier in Position. Der muss ich erstmal selbst heilen hier. Gubi kommt bis dahin. Wir dürfen nämlich als allererstes mal drauf schießen. Falls er nicht trifft, hat er früher treffen, aber er trifft. Damit hat er eine Promotion. Das hilft mir sehr, weil dann kann ich nächste Runde so forschen, dass ich mehr mitnehmen darf. So, da oben in Overwatch ist, glaube ich, echt gut. Kann ich weit schauen. Danke, Kamera. Ich mag auch gerne nichts sehen. Schön, alles, dass wir da reingucken können. Auch machen. Ups, da noch runter. Ey, was die für riesen Stufen springen können, das ist so nice. So, jetzt mal aufmachen. Okay, ist nichts drin. So. Was ist das denn für ein geiles Bild hier? Okay, das sind noch Alien. Ich warte eigentlich gerade auf die ganzen menschlichen Gegner. Er trifft gerade alles. Was ist denn das? Holo-Targeting steht da für ihn noch gar nicht. Aber der haut ja einen nach dem anderen weg, ey. Okay. Da muss ich jemanden rausholen. Approach the Survivor. Na, hoffentlich ist das keine Falle. Weil ich weiß ja schon, dass es menschliche Gegner geben wird. Nicht so langsam. Rücke aus. Ich glaube, ich habe gerade nur einen auf Overwatch, oder? Ne, gar keinen. So, erstmal nachladen. Oh oh.
rennt der denn hin? Heavy hier. Son of Overwatch. Ja, schießt. Oh, auf Kubi. Au! Und tritt das auch noch voll. Das tut weh. Ich weiß. Darf ich jetzt? Danke. Noch jemand mit einem Medikit? Der hat es benutzt. Aha. Ich geh mal dahin, dann soll mich nicht mehr sehen, dann kann ich mich heilen. Nicht, wenn ich mich heile und mir dann nochmal direkt einen reinbrezel, das wäre echt doof. Jetzt trotzdem auf. Komm, versuch's mal. Jawohl. Funktioniert. So, Lydia Ganzauge. Wie weit geht denn das hier noch? Map ist da eigentlich zu Ende. Sprich, ich sollte auch eigentlich auf alles Sicht haben. Was wichtig ist. So rum jetzt. Alles wieder zurück. Auf dem Weg. So, mal bitte dahin. Also sollte sich nämlich niemand sehen. Irgendwie kommen könnte, so Kopie da. So, du da, das ist ein Scout, mal ein bisschen vorne weg. Und du gehst da mit hin. So, zwei Leute hier vorne ein bisschen laufen. Nein. Auch doch nicht oben drauf, Leute. Das ist doch scheiße jetzt. Problem ist, kommst du noch rein? Ah, sieht doch noch aus. Wenn du ohne Probleme rein kann, ohne. Nein, du löst es aus. Au, au, au. Das tat weh. Da kann ich jetzt aber auch den dem zuerst schießen. Wenn es klappen würde. Komm, mach mal wieder weg. 2 aus 3. Jawohl. Einer weniger. This is only the beginning. It's only a matter of. Ja, uns 4 runter. Jawohl! Perfekt. Hat mir zwar meinen eigenen Typen über den Kopf geschossen, aber passt schon. So, 2, wo sind eigentlich runtergekommen? Die hat es mir nämlich nur angezeigt. Dann sind normalerweise im Spiel auch nicht mehr da.
als sozusagen die, die animiert wurden, runterzukommen. Da liegen ja sogar Waffen rum. Okay. So. Verstanden, Commander. Lüdi muss man da wissen. Vielleicht im Hintergrund bleiben. Gehe in Position. Was sind das hier für düstere Vorhersagen? Einer oben. Noch einer oben. Und wenn ich da jetzt hochgehe, sehe ich beide aus. Ich will den hier an, ich will den von unten versuchen zu behaken. Lydia muss mal darüber. So, und dich brauche ich auch noch am besten irgendwo da drüben an der Wand direkt. Huch, da hat's kurz die Aufnahme wahrscheinlich unterbrochen. So, für den Fall, dass doch noch einer runterkommt von euch. Gehen Sie bitte auf Overwatch. Ah, shit. Geht nur bis dahin. Der kann ihn sehen. 59%. Komm, versuch's. Mist. Mist, Mist. So, du musst mal wieder dahin. So, du musst mal hier hin. Damit ich das, den Bonus auch ausnutzen kann. Komm, Lüdi, mach jetzt weg. Sehr gut. Dankeschön. Ich kann hier eigentlich jetzt. Muss hier vorne irgendwo stehen. Hier eigentlich jetzt relativ weit nach oben schauen. So, hat nicht das meiste Leben, deswegen gehst du es vor. Oh, da oben. Shit. Ist das Mist oder getroffen? Getroffen. Aha. Stand hier irgendwo. Jetzt, wo ich es ausgelöst habe, versuche ich jetzt mal mit Lüdi das Ding hier oben zu reißen. 96, komm, mach weg. Und vergiftet hat sich auch nie, sehr gut. Das ist nämlich noch die nächste kritische Sache gewesen. Man kann sich an den Viechern vergiften, wenn man zu nah dran steht. Und ich weiß, ich habe den jetzt nicht eingesammelt, aber war halt einfach nie machbar. Ich habe bloß einen Arc-Thrower dabei. Und der war an der falschen Stelle. So, du gehst jetzt mal dahin, da soll es nämlich relativ sicher sein. Oh, schon wieder. Wieder oben. Oh, 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 oh. Jetzt ist der nämlich sichtbar.
Uff. Ich muss ja erstmal so machen, um den Overwatch auszulösen. Ich hoffe, er macht mir keine 6 Schaden. Au, er macht 4 Schaden. Aua, aua, aua. Ich hab jetzt hier alle schön verletzt, ey. Das ist so nervig. Au. Shit, ich bin jetzt auch noch Fucker gegiftet. Ahaha. Wer kommst du denn ran? Soweit. Könnte ich dann versuchen, mit dem Arcthrower das Ding auch noch mitzunehmen. Ach, der hatte. Die haben ja. Ach, die haben ja bloß. Oh. Da muss ich den Arcthrower zuerst nehmen, weil die haben alle keine Pistolen. 50%, aber geht. Komm schon. Jawohl, dankeschön. War doch sonst. War doch nur der. Oh, deswegen rennst du einfach jetzt mal in die Außenzone, dass es vorbei ist. Dankeschön. Und damit haben wir noch einen schönen Einsatz abgeschlossen. Muss ich mal sagen. Auf normal ist es auf der Schwierigkeitsgrad, wie ich glaube, brauche. Noch härter. Mm-mm. Sergeant Guppy. Marco Roadblock Guppy. Das ist immer ein geiler Name hier. Roadblock Suppression. Kann ich es ungenauer machen, oder? Ich kann hier halt Schredder. Nee, wenn die Gegner davon getroffen werden, nehmen 33% mehr Schaden in den nächsten 4 Runden. Das brauche ich dann später gegen die Roboter. Hardcore Saxony to Corporal, da kriegt er auch Holo-Training. Another live capture? Yep. Please give my thanks to the main commander. I know it can't be an easy task trying to bring them in alive. Ziemlich hart. You can trust that the research team will make it worth the trouble. 150, ein Engineer und ein Scientist. Ja, danke, da war es schon wieder für die Folge. Die 6. Folge. Wenn ich mich nicht irre. Nein, die 7. Folge. Entschuldigung, die 7. Folge war das ja schon. So schnell geht das.